dir das eigentlich schon mal aufgefallen, dass Recht haben schwerer ist als Unrecht haben und die meisten Menschen einfach nur Recht haben wollen in ihrem Leben, egal was sie für Aussagen tätigen, egal worüber es im letzten Ende geht, es sich handelt. Und die Besonderheit ist, wenn du zu dieser Klasse gehörst, zu diesen Eigenarten, die immer nur Recht haben möchten, dann stell dir doch einfach mal nur die Frage, warum musst du Recht haben? Weil du machst dir das persönlich viel, viel schwerer, als du es im Leben haben könntest. Und die Besonderheit ist, es ist gar nicht so schwer, einfach mal Unrecht zu haben und auch zu sagen, dir mit dem du da jetzt gerade sprichst oder der dir da irgendwie etwas erzählt, und du sagst einfach nur, stimmt, du hast Recht. Obwohl du meinst, du hast viel, viel eher und viel, viel mehr Recht, brauchst du doch immer nicht alles aussprechen, nur damit du Recht bekommst. Die Herausforderung ist nämlich, um dir auch sagen zu können, warum ist dir das so wichtig? Warum möchtest du immer Recht haben in der Beziehung, weil es um Themen geht, wo du viel besser aufgestellt bist? Und erst dann, wenn du das für dich herausgefunden hast, wo es da letztendlich drauf ankommt, dann weißt du eigentlich auch, alles klar, du hast es verstanden, aber viel interessanter wird es dann, wenn du auch anderen Menschen sagst, dass sie Recht haben, dass das, was sie dir entgegengebracht haben, richtig gut war. Und wenn du so durch dein Leben gehst, von der Struktur her, weil du für dich herausgefunden hast, dass das entscheidend ist, wirst du auch irgendwann mal merken, dass das richtig schöne, große Früchte an den Bäumen, wo sie dranhängen, trägt. Denk daran und teile es mit anderen. Bis dann.